Halt ja mal, und wenn ich schon an dem Haus bin, da ist ja noch einer oben drin, mit dem habe ich noch gar nicht geredet. Ach so, die Goldschalen habe ich da auch abgegeben, dann kann ich die doch jetzt auch nur kannst den laufen lassen. Wegen eures gefangenen Schatzsuchers. Ja, da Die habe ich Sache mit Carrasco bereinigt. und den Goldschalen hat sich erledigt. Du kannst den Gefangenen wieder freilassen. Ach, ist das so? Ja, ich habe Carrasco die Goldschalen gegeben. Na schön. Da gibt es wohl keinen Grund mehr, Olf noch weiter festzuhalten, ja. Was? Keinen, der mir einfällt. Nein. Okay, du hast mich überzeugt, ich werde Olf freilassen. Warte hier. Er ja, wird meine zu dir nach Argumentation draußen kommen. Ist manchmal. Olf, komm super. raus! Hier will dich jemand sprechen! Komm, Olf, komm her. Ich gehe einfach nochmal rein. Jetzt nicht. Ah, jetzt nicht. Hast ja recht. Da, Olf. Du siehst nicht aus wie ein Kämpfer. Schlaumeier, bin ich ja auch nicht. Ich bin Schatzsucher. Und einer der Besten der Welt, möchte ich mal anmerken. Ja, bring mir mal gerade was bei, was wenn ich beibringen? Dich schon mal da habe. Ich kann dir zeigen, wie du mit deiner Spitzhacke Erz schürfst. Ich dachte, du bist Schatzsucher. Ob du eine versteckte Wand einhackst oder Erz schürfst, ist alles das Gleiche. Ja, jetzt möchte ich mal betonen, es kann nicht so schwer sein, mit so einer Spitzhacke auf irgendeine Wand einzutreffen. Und jetzt überlegt man sich mal ganz genau, was der einem jetzt gleich erklärt. Ja, weil ich lerne das natürlich. Etwa, die Erklärung ist phänomenal. Zeige mir, wie man schürft. Zunächst einmal musst du erkennen, wo überhaupt Erz zu holen ist. Es bringt ja nichts, wenn du auf die nächstbeste Felswand einschlägst und da gibt es gar nichts. Wie erkenne ich ein Erzvorkommen? Das Gestein glitzert und die Gesteinsstruktur ist anders. Häufig gibt es Erzblasen, die wie Pickel an einer Felswand hängen. Nimm die Hacke in beide Hände und schlage geradezu. Das ist ganz wichtig. Die Spitze muss gerade auf das Vorkommen treffen, sonst zersplittert das Gestein und es ist wertlos. Jetzt bist du natürlich noch lange nicht so gut wie ich. Aber mit ein bisschen Übung steht dir nun eine große Zukunft als Schatzsucher offen. Also, der ganze Tipp und Hinweis besteht darin, dass ich es jetzt nämlich gelernt habe, ja, dass ich Erzvorkommen daran erkenne, dass es anders ausschaut wie Steinzeug und dass ich mit der Spitzhacke draufschlagen muss. Jetzt einmal ganz im Ernst. Hätte ich dafür 100 Gold bezahlen müssen für den Hinweis, ja, das hätte ich doch von vornherein gekonnt, das hätte ich doch meinem Charakter A sagen können. Das hätte ich auch durch Try and Error hätte ich das austesten können. Also, das bringt, also mich bringt sowas irgendwie aus der Fassung, wenn ich sowas höre in dem Spiel. Ja, da hätte jetzt am wenigsten schon eine schöne Erklärung kommen können. Na, ist ja egal. Also, du bist der beste Schatzsucher der Welt. Du bist also einer der besten Schatzsucher der Welt, ja? Sicher. Meine Brüder und ich, wir haben's einfach drauf. Verstehe. Du bist einer der Drillingsbrüder. Ihr seid aber sehr von euch überzeugt. Denk doch, was du willst. Es ist die Wahrheit. Schon als Kinder konnten wir mit Schaufel und Spitzhacke besser umgehen als alle anderen. Man könnte sagen, dass wir unser Hobby zum Beruf gemacht haben. Meine Brüder und ich sind bisher noch niemandem begegnet, der mehr aus der Erde geborgen hat. Und wir sind schon sehr weit herumgekommen. Das kann ich dir sagen. Ja, da ist jetzt die Treppe blockiert, da kannst du jetzt nicht hoch. Da brauchst du mir jetzt gar nicht von hinten so an... Was soll denn das? Jetzt stell dir mal vor, wir wären in der Disco und ich werde in so ein Prolet. Da tät ich mich umtrauen und bumm auf den Kopf, Bud Spencer-artig und schau da jetzt da liegen. Hör halt auf, mein Schild anzubumsen da. Also für wen arbeitet ihr Drillinge? Es lenkt mich total ab. Für wen arbeitet ihr Drillinge? Für den Kopf und Stange da. Wir sind unabhängig. Wir arbeiten für den, der am besten zahlt. Ob Don oder Inquisitor ist uns egal. Wir suchen nach Gold, Gefahr und Herausforderungen. Und das als Schatzsucher? Ja, ja. Spotte du nur. Wenn du glaubst, dass nur die Kämpfer ihr Leben riskieren, dann hast du dich geschnitten. Die Höhlen und Ruinen dieser Insel sind tückisch und mordsgefährlich. Ja, das weiß ich. Da bin ich im hier nicht veröffentlichten Let's Play mehrere Male gestorben an so idiotischen Fallen, die man nicht erkennen konnte. Also... Was nehmt ihr denn so für eure Was Arbeitskraft? Nehmt ihr denn so für eure Arbeitskraft? Im Moment würden wir jeden Job annehmen. Also, wenn du einen guten Job für uns hast, dann lass es uns wissen. Ja, bring ich euch aus der Stadt. Ich werde euch aus der Stadt bringen. Großartig. Das hört sich vielversprechend an. Ja, die werden dich nicht mehr festhalten, du bist frei. Was der schon? Ich hab dir ja schon gerufen. Ja, klasse. Ich danke dir. Das hast du gut gemacht. Begeisterung hört Jetzt sich übrigens wir anders die an. Stadt verlassen. Er wenkt Dankbarkeit können so Schutzzeichen.
Dort werde ich hoffentlich meine Brüder treffen. Wenn du uns aus der Stadt herausführen kannst, dann lass es uns wissen. Kontrolliere aber vorher, ob der Weg auch wirklich frei ist, ja? Wir werden dir nicht in eine Falle folgen, klar? Also, bis später. Hab ich losbrüht, ja, jetzt kannst du mal endlich... Oder blockiere ich euch jetzt beide? Ja, dann bleibe ich jetzt halt da stehen, die nächsten 40 Parts. Da machen wir uns jetzt einen Spaß drauf. So, gut. Also, wir sehen uns in 40 Parts wieder. Na, doch keine 40 Parts. Ja, das ging jetzt aber ratzfatz. Das war jetzt höchstens eine halbe. Naja. Achso, F8 soll ich mal drücken, bevor ich da plündere. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Ich brauch doch noch ein Fell. Die XP ja mitnehmen. Ich mach halt ein Fell. Hast du ein Fell gesehen? Was ist? Ein Fell. Kann ich das hinter dir wegklauen? Cool. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Wie immer von nix Ahnung. Musst du wahrscheinlich wieder jemand sagen, ah, Schlösserknacken, da musst du was reinstecken und dann drehen. Hey, kann ich hinter dir direkt? Stört dich das? War nicht. Gut. Gibt's was Wichtiges? Ja, ich bräuchte da so ein Fell. Also gibt's da kein Fell, denke ich mal. Mach was anderes! Ja, ich versuch's. Bin redlich bemüht. Also dann tun wir jetzt halt dem Typen da oben sagen, dass mir halt, Grünblatt, dass wir da jetzt seinen tollen Ausgang gefunden haben. Dann hoffe ich, dass der jetzt einmal zufrieden ist. Ach, das hätte ich jetzt aber auch gern alles. Das stört euch jetzt wahrscheinlich. Das stört auch jetzt keinen. Und das stört dann bestimmt auch keinen, wenn ich da mal... Nein. Kann ich das bitte gut machen? Kann ich nicht. Also, blinde ich trotzdem mal fröhlich drauf. Vor mich hin. Alles nichts wert, aber ich nehm's nicht. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Der Ahnung. Als Shit. Da, wo bist denn du? Da, Chef. Wegen Banditen hat den letzten auch noch vertrieben. Da, der Wiesel ist weg. Wiesel wird im Händlerviertel keinen Schaden mehr anrichten. Der Karl war schon ziemlich dreist. Dass wir den los sind, ist eine wahre Wohltat. Der hat mich beleidigt. Sehr gut. Hier ist deine Belohnung. Ja, super, Chef. Der Typ hat die drei Goldschalen Carrasco bekommen. Hat die drei Goldschalen bekommen. Das ist gut. Er lag mir damit schon seit Tagen in den Ohren. Gut gemacht. Hier hast du deine Belohnung. Ja, ich bin ein braves Schoßhündchen. Nochmal, welche Banditen? Wegen der Banditen des Don. Also, der Scordo ist auch weg. Scordo, der Anführer der Bande, hatte diesen Schlüssel bei sich. Das Ding sieht aus, als könne man damit in die Kanalisation eindringen. Verdammt! Hab ich's doch gewusst. Sie haben einen geheimen Tunnel gegraben. Und die goldenen Artefakte wurden genau durch diesen Tunnel aus der Stadt geschmuggelt. Dieses elende Pack von Verbrechern. Ich will gar nicht wissen, was uns schon alles durch die Finger geschlüpft ist. Sei nicht zu gierig. Kleiner. Hier, diese Belohnung hast du dir redlich verdient. Jetzt Kanalisationsschlüssel ist mal Belohnung. Endlich dingfest machen können. Geh und greif dir den Mistkerl, der für diese Schweinerei verantwortlich ist. Ich will, dass er hinter den Mauern der Vulkanfestung über seine Taten nachdenkt. Er soll lernen, was es heißt, dem Orden der Heiligen Flamme zu trotzen. Ja, wahrscheinlich eine Ausbildung zum Novizen und die kriegt er irgendwie gratis, während ich mich da stundenlang durch die Stadt brücheln muss.
Also die Straßen der Stadt die sind jetzt sauber. Die Straßen deiner Stadt sind jetzt sauber. Ja, ich hörte schon, es seien tatsächlich alle Banditen des Don von den Straßen verschwunden. Sehr gute Arbeit. Mach weiter so. Du wirst es zu was bringen, Junge. Fehlt jetzt nur noch der Anführer der Bande hier in der Stadt. Oh, 1000 Gold. Wenn du noch dafür sorgen das hat sich würdest, mal dass der Kerl auch verschwindet, dann wäre ich beeindruckt. Also gut, dann machen wir das jetzt halt auch noch. Muss ich noch mal zweimal laufen. Da F8, ich will den Schrank plündern. Plastur, Fell. Ackerfell. Ich als Kinder, niemand hat da Fell. Also so, dann... Gehen wir jetzt halt da und sagen das dem auch noch, dass er sich verpissen kann. Und der Betty, der muss jetzt auch noch sagen, dass ich da einen Tunnelausgang gefunden habe. Das machen wir jetzt auch noch geschwind. Dann haben wir, ja, das ist wenigstens die ganze Stadt ist abgeklappert, ja. Und man kann jetzt endlich, also, ich muss es ja mal betonen, es dauert jetzt vielleicht noch 20 Minuten oder 15 Minuten, dann bin ich in der Vulkanfestung. Also, dem Teil, wo ich eigentlich ja anfangen wollte. Wo ich mich nicht auskenne und wo es interessant ist und wo ich nicht alles weiß. Wo die Gespräche total öde sind. Für mich zumindest. Wahrscheinlich sind die für euch eh öde, weil ihr Risen schon dreimal selber durchgespielt habt und 25 Let's Plays dazu angeschaut habt. Und euch dachte, naja, das Fränkisch, das war jetzt mal eine Folge ganz lustig, aber der Rest ist halt, ne? Da, Lagerraum, Sonja Bordell. Im Lagerraum von Sonjas Bordell gibt es einen Weg aus der Stadt raus. Wirklich? Und das soll ich dir jetzt glauben, wie? Das werde ich mir mal genauer ansehen. Ja, da schaust halt ich nach, wenn du das glaubst. Wehe, wenn du mich angeschmiert hast. Ja, was denn dann? Dann reiß ich dir den Kopf ab, ja? Wir sehen uns bei Sonja. Du kleine Trullala, du hast ja die Arme überhaupt nicht, um meinem mächtigen Oberkörper da irgendwie weh zu tun. Schau dir mal meinen Nacken an, wir würden den Kopf da rausreißen. Und außerdem, wenn du mal meinen Gesichtsausdruck gesehen habt, dann war's, dass ich so verkrampft meinen Kopf auf meine Schultern trage. Ich will ein Fell. Gib mir ein Fell. Krieg ich jetzt ein Fell her? Mensch. Verdammt nochmal. Ich gucke jetzt einmal gerade in die Häuser rein, da muss ja irgendwo ein Fell sein. Halt, da ist doch ein Fell. Hab ich jetzt alle. 5, na hab ich doch alle, ist doch wunderbar. Also, brauchen wir nicht drüber aufregen. Ne, Nico? Na, geh weg, ich will keinen Fisch. Was ist los? Na, ich hab mal Fälle. Wegen der Begeisterung endlich. Scheiß Blut, das irritiert mich immer noch. Also da. Baxter. Über der Fälle. Da, Fälle. Hier sind die Fälle. Mal sehen. Das sieht ja gut aus. Ja, das sieht hervorragend das ist, aus. Kommen wir ins Geschäft? Ja, wir sind im Geschäft. Hier ist ein Paket Fleisch. Ah, das ist schön. Dann fahre ich doch gleich mal ab. Was machst denn du da? Sind das Yoga-Übungen oder? Ach, Flöte. Na dann flöten wir mal ein wenig was vor. Naja. Vom Tun und Blasen hast du jetzt nicht so die Ahnung. Katie? Es gibt gerade nichts Neues. Ah, wieder kein Date. Schon wenig enttäuschend, ich spiele mit meinen Gefühlsspiel. So, ich hab da Fleisch. Ich hab das Fleisch besorgt. Gut, dann bringe es zu Meister Bellschwur. Ist das alles? Ist jetzt keine Belohnung, gibt's sie von dir? Da, Fleisch? Ich bringe dir Fleisch. Gib mir mal was. So? Ja, so. Im Auftrag von Flavio. Daraus kannst du einen leckeren Eintopf machen. Ah, sehr gut. Das kann ich wirklich gut gebrauchen. Ich danke dir, mein Sohn. Ja, was war's das jetzt? Dafür suche ich stundenlang so idiotische Fälle dafür, dass ich wegen zur Erfahrung kriege. Da kann ich ja 4 Viecher in der Wildnis töten, da kriege ich genauso viel. So, suchst du wen? Frag ja. Jemand anderen. Ach, egal. Tschüss. Ich hab gedacht, ihr wollt die Stadt verlassen, aber das wollt ihr anscheinend ja nicht. Jetzt erwascht. Kriege ja wieder plus 20 XP oder so.
Also, Dimmen vertreiben, nochmal zum Kommandanten, fertig. Das ist doch super. Schau nochmal, ob der Typ da dort sitzt. Ja, da steht er. Sag dem auch noch, dass der Geheimgang da offen ist. Weh, das hast du mir jetzt, ich soll der Brüder holen, da war ich gerade. Ach Gott, ja dann, hopp. Ja, bla, ich... Gut. Ich schick den an euren Treffpunkt. Ich schicke deine Brüder zu eurem Treffpunkt. Alles klar. Ich wette, du wirst die beiden in irgendeiner Kneipe in der... Ja, gut. Wegen eurer Flucht aus der Stadt. Soll ich dir schon mal zeigen, wie ihr hier rauskommt? Nein, jetzt noch nicht. Ich werde mit... Okay. Du wartest auf deine super Brüder da. Also, jetzt gehen wir da nochmal in einer, hole ich noch die Brüder und dann hoch zum Kommandanten und dann aus die Maus. Zeit wird's. Ich dachte, es wird so eine Stunde werden oder so. Es sind ja jetzt schon wieder... Was denn du da? Achso, klar, ich hab dich ja daher geschickt. Also, Skado. Schluss jetzt. Du hast keine Chance mehr. Schluss jetzt. Du hast keine Chance. Carlos kennt dein Versteck. Entweder du gehst jetzt freiwillig in die Vulkanfestung oder Carlos wird dich töten lassen. Ah, schön. Ich gebe mich geschlagen und werde zur Vulkanfestung gehen. Aber ich merke mir deine Fresse. Und ein anderes Mal werde ich dir... Ja, genau. Ein anderes Mal. Verschon mich damit. Du bist unfreundlich. Absolut unfreundlich. Und dann geh. In Ordnung. Wir sehen uns in der Festung. Ja, da freue ich mich schon drauf. Da bin ich nur witzig und du Rekrut. Könnte ich rumscheuchen. Hoffentlich. Du sitzt ja immer noch Breitbeine dort. Hast du dich immer noch nicht erholt? Das muss ja eine unglaubliche Nacht für dich ist gewesen was? Sein. Mir geht's gut. Und dir? Was denn? Naja. Vielleicht finde ich ja Mundcreme oder so. Vielleicht sollte ich mir solche... Hey du! Carlos will mit dir sprechen. Er wartet auf dich oben im Wachhaus. Hast du mich gerade von da innen aus angesprochen? Das ist ja ein schöner Spielebug. Ja, was ich gerade sagen wollte, vielleicht sollte ich mir abgewöhnen, solche anzüglichen Kommentare zu machen. Das reicht ja schon, wenn ich jeden hier im Spiel beleidige und mich selber. Also nicht, wie ihr das seht. Also, ob man das sowas machen darf, aber ich finde, es gehört dazu. Soll wenigstens einen Spaß haben. Der Carlos. Ah, gut, dass du da bist. Sprich, wie sieht's aus? Immer gut, wenn ich da ich bin. Ich hab da so einige Gerüchte gehört. Ja, wegen der Banditen, wegen der die sind jetzt alle weg. Da, Anführer Skoda, der Anführer wird, nicht mehr wird diese Stadt nicht mehr behelligen. Das sind und jetzt her mit dem Empfehlungsschreiben, damit ich nur Witze sagen, werden kann. Das hätte ich dir nicht zugetraut. Aber nun denn, du scheinst was ganz Besonderes zu sein. Ja, ich bin total super. Du hast in dieser Stadt einen sehr großen Dienst erwiesen. Wenn ich etwas für dich tun kann, dann lass es mich wissen. Empfehlung schreiben. Wie sieht's mit meiner Ausbildung in der Vulkanfestung aus? Ich denke, du bist jetzt soweit, junger Mann. Ich werde dir meine Empfehlung geben, wenn du es wünschst. Ja, Hermit! Lass mich meine Ausbildung in der Vulkanfestung beginnen. Das werde ich tun, denn du hast nicht nur deine Loyalität unter Beweis gestellt. Auch Meister Belschwur hält große Stücke auf dich. Alle Achtung, das schaffen nicht viele. Nimm dieses Empfehlung. Das war eigentlich recht einfach, ich habe bloß Halsringe ausgeteilt und eine Menge Fleisch geholt. Damit wird dich kein Ordenskrieger mehr außerhalb der Stadt behelligen. Geh damit rauf in die Vulkanfestung und lass dir alles weitere erklären. Man wird dich fragen, ob du den Weg des Magiers wählst oder doch lieber ja, Ordenskrieger. Ja, und auf die Frage habe ich ja gewartet. Deine Wahl entscheidet über dein weiteres Schicksal. Hätte mir so viel Nerven sparen können. Wähle also einfach Zünderleben und so. Nun denn, ich wünsche dir viel Glück. So, ich hoffe, das hat man jetzt wieder verstanden, ne? Dass das jetzt wieder, weil ich mich da bewegt habe und Mikrofonkabel ein wenig hin und her geschüttelt worden ist gerade, ne? Dass da wieder der ganze Ton flöten gegangen ist und ich ab jetzt wieder nicht mehr verstehbar bin. Ich wieder 30 Parts im Prinzip wegschmeißen kann. Das ist natürlich ärgerlich, wenn du Let's Play online stellst, ne? Und da sind gerade die ersten Folgen mit beschissenem Ton. Ja, wer soll sich das anschauen? Also wird's ja nicht mittendrin in einem Let's Play einsteigen, sondern natürlich am Anfang. Wo geh ich denn jetzt gerade hin? Hab mir jetzt irgendwas dabei gedacht. Ach ja, die Brüder will ich noch holen.
Damit das jetzt aus ist hier. Damit da nichts mehr auf mich zukommt. Hoffentlich muss ich ihn hier nie mehr her. Sollte ihn, ah, Tüter. Tüter, du warst es. Also, Bruder Dein Olaf, Bruder hin, Olf hopp. Sagt, ihr sollt euch bei eurem Treffpunkt sammeln. Gute Sache. Bin unterwegs. Ja, du bist, also von Begeisterung, die strahlst du richtig aus. Dann ja, du das wieder ein wenig flöten. Ich habe mir eigentlich noch nie die Landschaft da angeschaut. Ein schon so idyllischer Hafenort. Muss ich mal sagen, da, wenn du so Häusler besitzen tätst.